Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Biker-Meeting für den guten Zweck zum Herbstvolksfest und Max-Pechstein-Preis für Doris Ziegler. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, das Wochenende ist vorbei. Mit Regen hat die neue Woche gestartet. Aber nichtsdestotrotz gibt's natürlich wieder eine neue Ausgabe Ihres Abendmagazins Tagaktuell. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Seit rund einer Woche läuft auf dem Platz der Völkerfreundschaft das Herbstvolksfest. Neben zahlreichen Fahrgeschäften und kulinarischen Spezialitäten gibt es den Rummeltalk und thematische Events. Nachdem es beim FSV-Fantag letzte Woche schon regen Zuspruch gegeben hat, waren viele Rummelbesucher auf eine Sache ganz besonders gespannt. Traditionell ist zu den Volksfesten die Trabantparade immer ein Publikumsmagnet. Für Samstag letzter Woche war eine Sache angekündigt, die es so noch nicht gab. Veranstaltet wurde ein Biker-Meeting von Harley bis MZ. Es sollte aber kein Treffen schlechthin werden. Die Organisatoren von Wir machen uns stark für Kinder, zu denen zahlreiche Motorradbegeisterte gehören, wollten ein Zeichen setzen. Bereits auf die erste Aktion, welche im Sommer auf dem Gelände am Grossner Bad stattgefunden hat, gab es regen Zuspruch. Ziel der Akteure ist es, auf benachteiligte Kinder aufmerksam zu machen, denen ein paar schöne Stunden zu schenken, aber auch professionelle Hilfe an die Hand zu geben. Und da viele Biker Herzensmenschen sind, hat die Sache Fahrt aufgenommen. Kurz nach dem eigenen Event war man dann bei den Highland Games zu Gast. Auch wenn die Witterungsverhältnisse am letzten Samstag nicht ganz optimal waren, versammelten sich zahlreiche Biker mit ihren Maschinen zum Start am ehemaligen dänischen Bettenlager. Ehe es dann in Richtung Platz der Völkerfreundschaft ging, sind wir mit den Machern ins Gespräch gekommen. Ja genau, wir bedanken uns auch recht herzlich dafür, dass wir uns überhaupt heute zeigen dürfen. Wir wurden ja angerufen, ob wir halt mit vor Ort sein können. Die fanden das eine coole Sache und wir sind halt unheimlich stolz, dass sich das überhaupt so weit rumgesprochen hat, dass man uns jetzt auf so ein Event einlädt und wir uns einfach zeigen können. Und wenn man hier so in die Runde guckt, haben ja auch ziemlich viele Bock dabei zu sein. Das ist schon cool. Auf jeden Fall. Trotz des beschissenen Wetters. Das Wetter ist jetzt, spielt keine Rolle. Moiko nee. Walz ist auch einer, der ein Herz für Kinder hat, der immer für alle Dinge offen ist. Und der, ich weiß, er hat schon geklappert bei den Schaustellern, dass sie spenden. Und ihr freut euch darüber, dass es so eine Zusammenarbeit in der Stadt gibt. Auf alle Fälle. Ich sag mal, ich kenne ja Moiko auch schon seit Jahren, weil ich ja früher die ganzen Rummelfronten bemalt habe. So, und ich sag mal, es gibt nichts Besseres als die Gewerbe in einer Stadt, die sich gegenseitig irgendwo unterstützen. Ich sag mal, er hat Werbung für unser Event gemacht. Wir haben wieder Werbung für sein Event gemacht durch die ganzen Medien. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Da wäscht eine Hand die andere. Manuel, du hast das ein bisschen in der Hand genommen, dass das heute ein bisschen geordnet den Gang geht. Ja, richtig. Lernt genommen über soziale Medien, alles Mögliche, hat man ja doch dann die Kontakte, wo ihn der ein oder andere folgt. Von daher läuft es ganz gut. Wie gesagt, auch sehr begeistert, dass bei dem Wetter so viele da sind. Hätte ich nicht unbedingt damit gerechnet. Super. Dann haben wir als Führungsfahrzeug die Riege der Biker mit ihren knatternden Maschinen sicher auf das Festgelände geleitet. Vor Ort wurden die Frauen und Männer dann schon erwartet. Nach einem kurzen Stopp am Eingang und der Einweisung durch Marco Walz, dem Chef des Schaustellerverbandes, drehten die Biker dann ein paar Runden auf dem Platz. Zwischenzeitlich herrschte auch Gedränge auf der Bühne, wo Moderator Mr. Phoenix einmal hinterfragte, was es mit der Initiative Wir machen uns stark für Kinder genau auf sich hat.
Also Stark für Kinder ist entstanden aus der Idee heraus, dass wir auf gewisse Themen aufmerksam machen wollen, die so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden. Und das im Zusammenhang mit etwas, was immer viel Lärm macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deswegen die Motorräder. Die Freude über die gelungene Aktion war auch Marco Walz anzumerken. Also wir sind selber erstmal noch ein bisschen fassungslos, wie viele Motorräder zu uns gekommen sind, den Weg hierher gefunden haben. Wahnsinnig tolle Momente gerade erlebt. Gänsehaut pur wieder mal hier auf dem Volksfest in Zwickau. Und wir haben heute spontan unter den Schaustellern, kurz vor Festbeginn, ist meine Schwester rumgegangen mit einer Tasche und dann haben wir auch nochmal gesammelt. Da ist ein schöner Betrag zustande gekommen, der wird jetzt auch hier oben auf der Bühne gespendet. Und dann denke ich, können wir alle gemeinsam was Gutes für Stark für Kinder und für unsere Kinder tun. Wir freuen uns. Wir haben es heute von Heiko Uhlmann gehört, ihr kennt euch ja schon viele Jahre und das ist, glaube ich, das Schöne in unserer Stadt, dass man jetzt in diesen so anderen Zeiten ein bisschen zusammenrückt, gemeinsam was macht. Ja, man hält einfach zusammen und Bekannte treffen sich und überlegen, was können wir für uns, für unsere Stadt, für unsere Mitbürger tun und das machen wir einfach und das ist eine gute Sache, finde ich, und das geht auch weiter, also wir treiben das zu jedem Volksfest immer noch ein Stückchen weiter. Was dann folgte, war ein Gänsehautmoment, als ein Spross der Schaustellerfamilie Walz eine Überraschung hatte. Ich bin Oskar Walz, 14 Jahre alt, und im Namen der Schausteller, Kinder von den Familien haben wir Geld gesammelt und sind zu einer Summe von 1.100 Euro gekommen, die wir jetzt übergeben wollen. Und auch nochmal danke, dass so viele Motorräder gekommen sind. Das ist natürlich schön. Die Atmosphäre hier auf dem Rummelplatz. Ja, und ich übergebe jetzt das Geld an Sie, bitteschön. Und ich übergebe jetzt wieder an Mr. Phoenix. Und dann ließen sich die Biker nicht lange bitten und nahmen in den Gondeln des großen Riesenrades Platz, um Zwickau einmal aus einer ganz anderen Perspektive als auf ihren Maschinen zu erleben. Zweifellos war diese Aktion wieder eine rundum gelungene Sache. Wir bleiben dran und informieren darüber, wie es mit Wir machen uns stark für Kinder weitergeht und wer sich hier vielleicht noch einbringt. Heimat pilgern, Jakobswege in Deutschland, Geschichten von unterwegs ist der Titel des neuen Buches von Jörg Steinert. Leider muss die Lesung mit Jörg Steinert, der sich in seinem neuen Buch dem Heimatpilgern widmet, krankheitsbedingt abgesagt werden. Die Veranstaltung, die für den morgigen Dienstagabend in der Stadtbibliothek Zwickau geplant war, wird an einem anderen Tag nachgeholt. Sobald ein neuer Termin bekannt ist, wird darüber informiert. Die bereits gekauften Eintrittskarten behalten natürlich ihre Gültigkeit. Eine Rückgabe gegen Rückerstattung des Eintrittspreises bei den beiden Vorverkaufsstellen der Stadtbibliothek Zwickau und der Marx-Buchhandlung Zwickau ist ebenfalls möglich. Werbung. Willst du hoch hinaus? Dann komm zur Allianz. Wir gestalten die Zukunft und engagieren uns für die Gesellschaft. Bei uns kannst du ein duales Studium absolvieren, eine Ausbildung zum Kundenbetreuer oder Spezialisten starten und dich zum Vertreter oder zur Führungskraft entwickeln. Wir, die Geschäftsstelle Zwickau, bestehen aus 124 Vertretern und 24 Kundenbetreuern. Freiheit steht bei uns an oberster Stelle. Von flexiblen Arbeitszeiten über die Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten, bis hin zu unbefristeten Arbeitsverträgen. Beim Marktführer und einem der besten Arbeitgeber Europas wird dieser Traum Wirklichkeit. Ich bin die Lotti, ich bin 84 Jahre alt, trainiere hier schon seit 20 Jahren im Sportpark, gehe gerne hierher. Ich fühle mich wie in einer großen Familie. Mir tut es gut. Ich möchte zum einen meine Muskeln stärken, meine Balance halten, damit ich mein Leben im Alltag meistern kann.
mein Yoga-Kurs ist mir sehr wichtig in dieser Woche. Aber es ist auch sehr schön, dass man hinterher an den Geräten noch etwas tun kann. Erleben Sie spannende Einblicke in die Zwickauer Kulturszene zur Museumsnacht am 21. Oktober. Kunst, Kultur, Musik und Geschichte. Jetzt schnell Karten sichern. Alle Infos unter zwickau.de/museumsnacht. Die Museumsnacht am 21. Oktober wird unterstützt von der KMS Kraus Partnerschaft MBB und der Zwickauer Energieversorgung. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Man kann trefflich über Gleichberechtigung diskutieren oder sie einfach im Alltag leben. Die Verleihung des Max-Pechstein-Preises erfüllte in diesem Jahr gleich in 2 Kategorien dieses Ziel. Zum einen ging der Preis erstmals an eine Künstlerin, die außerdem noch aus Sachsen stammt. Wie so viele der Künstler aus der ehemaligen DDR verschwand sie 1990 erst einmal vom Kunstmarkt. Inzwischen aber kehren viele von ihnen zurück und sind in den Museen und Galerien wieder präsent. Zeitiges Kommen sichert gute Plätze. Das gilt auch und vor allem für die Verleihung des Max-Pechstein-Ehrenpreises. Dieser Preis ist schon etwas Besonderes. Zum einen wird damit an einen Künstler erinnert, der mit seinem Schaffen und in Zusammenarbeit mit der Künstlergemeinschaft Die Brücke die Kunstwelt nachhaltig geprägt hat. Zum anderen wird dieser Preis für die sogenannten Lebenswerke von Künstlern nur alle 6 Jahre verliehen. In ihrer Begrüßung brachte Petra Lewey, Direktorin des Max-Pechstein-Museums, die Entwicklung der letzten Jahre auf den Punkt. Bei den Förderpreisen sind die jungen Künstlerinnen mittlerweile, wie man so schön sagt, gut dabei. Aber bei den Ehrungen für das sogenannte Lebenswerk, auch wenn es Frau Ziegler nicht so gerne hört, spiegelte sich doch die Ungleichheit, die noch immer auch in der Kunstszene vorherrscht. Im Museum sind größtenteils, auch bei uns, Kunstwerke von Männern zu finden. Auf dem Kunstmarkt werden Werke von Frauen deutlich billiger gehandelt und an der Preisspitze sind sie eh nicht vertreten. Nun ja, es dauert. So war es auch bei diesem Preis. Das Vorschlagsrecht für die Nominierung hat der Kunstverein Zwickau, dessen Leiter in diesem Punkt eine recht klare Vorstellung entwickelt hat. Ja, die Intention war diesmal relativ eindeutig. Bisher wurden für diesen Ehrenpreis immer männliche Kandidaten vorgeschlagen. Unter anderem Arno Rink, Alfred Hrdlička, Klaus Steg und einige andere. Und diesmal hatte ich so die Prämisse ausgegeben, also das hatte ich mir so vorher schon überlegt, bevor es zu diesem Entscheidungsgespräch kam, dass wir unbedingt eine Frau vorschlagen wollten. Und die sollte meiner Meinung nach aufgrund verschiedener Überlegungen, kulturpolitischer Art, sollte eigentlich aus dem ostdeutschen Raum kommen. Und die Malerei und die bildende Kunst in dieser Region würdig
repräsentieren. Und ja, und da sind wir relativ schnell auf den Namen Doris Ziegler gestoßen. Sie ist dafür wirklich prädestiniert, denn der Lebensmittelpunkt der Künstlerin befindet sich seit jeher in Thüringen und Sachsen, wie der Kurator der Ausstellung Paul Kaiser in seiner Laudatio anführte. Mit 20 Jahren verließ sie ihre Heimatstadt Weimar und zog zum Studium nach Leipzig, wo sie bis heute lebt. Die Umstände ihrer Herkunft waren eng, aber kulturell interessiert. Die Mutter ermöglichte trotz ihres geringen Einkommens den Klavierunterricht sowie den häufigen Gang ins Deutsche Nationaltheater in Weimar. Auch mit der Malerei und Max Pechstein kam die Künstlerin schon früh in Kontakt. Für mich so als pubertierendes Kind war Max Pechstein und die Brücke, mit denen habe ich überhaupt die Kunst entdeckt. Also die man malen kann, wo man dachte, jetzt kaufe ich mir Farben und jetzt male ich wie Pechstein. Es war nicht so einfach und es ging natürlich auch nicht so. Aber verrückterweise war das von Anfang an immer mit im Programm, ne? Im, wie sagt man da, im Museum des Kopfes, ja. In ihren Bildern ist die Leipziger Schule mit Lehrern wie Mattheuer oder Tübke gut erkennbar. Der, wie es in der Beschreibung zur Ausstellung heißt, kühle Blick, geschult an der neusachlichen Kunst der Zwischenkriegszeit, der ihr Schaffen prägte. Nur ein Thema brachte sie oft zum Schmunzeln. Ich sag's mal fast ein bisschen ketzerisch, sozialistischer Realismus, wie sind Sie denn damit umgegangen? Ach, da haben wir eigentlich, wenn wir gut drauf waren, haben wir gelacht. Das haben wir nicht ernst genommen. Und man wollte sich auch nicht vereinnahmen lassen, auch nicht als figürlicher Maler, wie ich es bin. Das ist auch nie wirklich passiert, weil die Menschen auf meinen Bildern nicht dem sozialistischen, der sozialistischen Fassade entsprachen, ne? Besonders deutlich wird das im Passagenwerk der Künstlerin. Die bereits 1988 entstandenen Bilder zeigen anschaulich die Tristesse, wie sie vor allem in Städten wie Leipzig herrschte. 1989 kam dann der große Aufbruch. Viele dachten, jetzt geht es ganz schnell voran, alles wird besser. Doch natürlich war dieser Weg nicht ganz einfach. Aber ich denke, das ist wie eine Art Naturkatastrophe, der Stärkere überrollt den Schwächeren. Ja? Und so ist es auch in der Kunst passiert. Natürlich hatten wir viel nachzuholen oder zu sehen. Dass es natürlich das Kind so mit dem Bade ausgeschüttet wurde, dass die Museen geleert wurden und Kunst aus dem Westen implementiert wurde. Das war natürlich alles ziemlich nach dem eigentlich erfreulichen und neugierigen Erstanfang, ja, war dann doch etwas irritierend, sagen wir mal, ja. Hat sich aber natürlich, die Zeit heilt auch diese Wunden, es hat sich gegeben, es hat sich etwas entwickelt. Unsere ehemals westdeutschen Direktorenkolleginnen haben sich auch mitentwickelt und haben auch die Schätze ihres neuen Wohnortes entdeckt. Also ich hoffe doch sehr, dass dieser Streit von damals jetzt beigelegt ist. Nicht nur, dass dieser Streit inzwischen friedlich beigelegt wurde, die Ehrungen, die nun doch auch wieder für Künstler aus den östlichen Bundesländern vergeben werden, sind wichtig, um auch die zu ehren, die nach 1990 erst einmal weg waren. Ja, also diese Preise sind eminent wichtig, gerade für diese älteren Generationen. Also der Vorpreisträger war ja zum Beispiel Hartwig Ebersbach, der hier in Lichtentanne bei Zwickau ja geboren worden ist oder aufgewachsen ist. Das sind sehr wichtige Ehrungen, weil wenn es Ehrungen nach 89 für Künstler gab, dann sind die zumeist eben unter politischem Aspekten verteilt worden, beziehungsweise eben an jüngere Künstler, nachwachsende Künstler gegangen. Und diese beiden Generationen, also die heute 60 und 80-Jährigen, das sind eben zwei Generationen, die nach der Wende fast im Nichts verloren gegangen sind und die man jetzt wieder eben mit viel, viel Arbeit und mit viel Interesse natürlich auch als lohnenden Gewinn auch wieder sichtbar machen kann. Und da spielt so ein Preis eine eminent wichtige Rolle.
Die Urkunde gab's von der Oberbürgermeisterin, die Blumen von der Direktorin der Kunstsammlungen. Und danach natürlich noch viele, viele Gratulationen von den anwesenden Gästen. In ihrer Dankesrede brachte die Künstlerin auch noch einen Aspekt zum Ausdruck, der die Malerei im Kontext der Entwicklungen sieht. Ich bin sicher, dass der Zauber des gemalten Bildes entgegen allen Unkenrufen und unter dem Diktat der künstlichen Intelligenz weiter gebraucht wird und in unsere Gegenwart hineinwirken wird. Das Bild wiederum, das gemalte Bild wiederum, braucht dem Betrachter seine Erfahrungen, seinen Blick und vor allen Dingen seine Fragen. Dazu bietet die Ausstellung genügend Gelegenheit. Nach der Preisverleihung strömten zunächst die Gäste der Veranstaltung in die Räume mit den Bildern von Doris Ziegler. Die Entwicklung der Künstlerin, die Darstellung der gesellschaftlichen Umbrüche, das kann auch Petra Lewey gut nachvollziehen. Die Wende war für mich ein Aufbruch, aber wir waren damals ja auch jung genug, um nochmal durchzustarten. Ich war Mitte 20, man war voller Euphorie und ich habe es eigentlich positiv empfunden, weil man konnte reisen, man konnte sich auch mit anderer Kunst mal auseinandersetzen. Das hat mir auch meine erste Documenta, muss ich sagen, das war für mich auch ein richtiges tolles Erlebnis gewesen. Und es gab natürlich diese Verwerfungen der Älteren, die arbeitslos geworden sind, die hohe Arbeitslosigkeit von dieser Umbruchphase, haben wir ja auch heute noch die Nachwirkungen. Ne? Das kann man ja nicht schönreden. Und da ist das Werk von Doris Ziegler eigentlich auch so seismografisch aufgenommen, die das schon Anfang der 90er Jahre in ihrer Malerei auch aufgenommen hat, vielleicht ganz intuitiv. Und das beeindruckt doch sehr, dass man mit ihrer Kunst jetzt auch so eine Art ja, Rückschau auf diese Zeit nehmen kann. Aber dennoch muss man sagen, es ist ein außerordentlich ja, qualitätsvolles, malerisches Werk. Also es ist ja doch künstlerisch auseinandergesetzt. Aus eigenen Erfahrungen heraus hat sich Doris Ziegler auch mit einem Thema auseinandergesetzt, das die meisten heute lieber ausblenden. Leben im Alter, Leben im Heim, sowohl früher als auch heute. Auch diese Bilder regten schnell zu Diskussionen an. Abschließend kann man vielleicht sagen, spät, aber nicht zu spät kam diese Auszeichnung. Die Ausstellung In den Booten, die noch bis zum 14. Januar 2024 in den Kunstsammlungen Zwickau zu sehen ist, ist einen Besuch wert. Sie regt an zum Nachdenken über gesellschaftliche Entwicklungen. Laufwerk von Hand für den Fuß präsentiert den regionalen Sport. In letzter Sekunde hat der FSV Zwickau sein Heimspiel am gestrigen Sonntag gegen den Chemnitzer FC mit 1:2 verloren. Bereits nach 3 Minuten gingen die Gäste aus Chemnitz mit dem ersten Angriff in Führung. Dahmer brachte den Ball von links flach nach innen, wo Stagge keine Mühe hatte, das 0:1 zu erzielen. Zwickau übernahm danach aber schnell wieder die Spielkontrolle. Der FSV erhöhte Stück für Stück den Druck und hatte eine Vielzahl an Ecken. In der ersten Hälfte gab es auf beiden Seiten gute Chancen, jedoch kam es zu keinem weiteren Treffer. Nach der Pause dann der Ausgleich. Der aufgerückte Ziemer brachte eine Flanke nach innen, wo Zimmermann in der 58. Minute zum 1:1 einköpfte. Die Partie war daraufhin recht ausgeglichen. Bis in die Nachspielzeit blieb es spannend. Bei einem letzten Chemnitzer Angriff konnte Akindele den Endstand von 1:2 für den Chemnitzer FC besiegeln. Nach dieser Niederlage geht es diese Woche für den FSV zunächst im Pokal weiter. Die Mannschaft reist am Sonntag zur SG Weixdorf. Die Eispiraten Grimmitschau haben auch das dritte Spiel in der letzten Woche nicht siegreich gestalten können und zudem ihre erste Heimniederlage in dieser Saison einstecken müssen.
Schon am vergangenen Freitag verloren die Eispiraten die Auswärtspartie gegen Rosenheim mit 3:6. Am gestrigen Sonntag dann die nächste Niederlage. Mit 3:4 unterlagen die Westsachsen den Krefeld-Pinguinen im heimischen Sahnpark. Kurz vor der ersten Pause konnten die Gäste in Führung gehen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs nahmen die Gäste das Heft des Handelns weiterhin in die Hand und nach 30 Minuten folgte das zweite Tor. Saponari konnte 2 Minuten später auf 1:2 verkürzen. Den Schwung aus dem zweiten Drittel nahmen die Westsachsen mit ins letzte Drittel. Zygmunt und Reichel konnten noch 2 Tore für die Eispiraten erzielen. Doch die Gäste konnten noch weitere Treffer für sich verzeichnen, was schlussendlich zur 3:4 Niederlage der Eispiraten im Sahnpark führte. Für die Eispiraten stehen am kommenden Wochenende wichtige Spiele gegen die Lausitzer Füchse und die Kassel Huskies an. Werbung. Tiefkühl. Das ist, wenn du auf. Was gibt's zu essen? 500 Antworten hast. Wenn du nie wieder Zwiebeln schneiden musst. Wenn du nach Feierabend Chef de Cuisine wirst. Wenn du frische Croissants da hast, ohne das Haus zu verlassen. Wenn Kochen so einfach wird, dass alles klappt. Naja, fast alles. Und dein Einkauf wird dir mit einem Lächeln gebracht. Das ist Tiefkühl. Bofrost. Neu bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei unserem Programm. Aus meiner Sicht macht die Allianz besonders attraktiv die verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten an den verschiedensten Standorten in den verschiedenen Bereichen und das weltweit. Die Karrieremöglichkeiten sind fast unendlich, sage ich mal, und das macht es außerordentlich attraktiv. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 10 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einem Vorgeschmack auf den Herbst am heutigen Montag erwartet uns morgen ein recht schöner Tag. Mit einem Sonne-Wolken-Mix starten wir in den Dienstag.
Am Nachmittag reißt der Himmel auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Die Temperaturen bewegen sich dann um die 20 Grad. Am Mittwoch gibt es bei einem leichtböigen Wind Sonne satt. Das Quecksilber klettert bis auf Maxiwerte von 24 Grad. Der Donnerstag kommt mit Höchsttemperaturen um die 18 Grad schon wieder grau und verregnet daher. Am Freitag dominiert Sonnenschein das Wettergeschehen im Sendegebiet und wir dürfen uns auf angenehme 23 Grad freuen. Nur harmlose Wolken ziehen im Tagesverlauf herein. Liebe Zuschauer, das war's von Tag aktuell für den Wochenstart. Ich wünsche Ihnen trotz des schlechten Wetters draußen noch einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.